Versus Nephilim, Kampf Nummer 1 gegen die Ice Arena. So, Leute, und heute haben wir einen Gast dabei. Dieser nennt sich Ninfa. Hallo. Ja, und wir sehen hier, ja, eine Rotom Wash, Heatran, Metagross und Azumarill. Auf jeden Fall ein ziemlich schlagkräftiges Team, möchte man meinen. Gerade jetzt gegen die Eisarena gar keine so schlechte Wahl, muss ich sagen. Ja, das kann ich nur unterschreiben, weil vor allem Metagross mit dem Sternenhieb kann wehtun. Ja. Und dann auch Heatran mit der mit dem erste Move gleich. Lichtkanone. Kann auch. Genau, wird er sicherlich auch drauf haben. Ja, wahrscheinlich. Und ja. Ich denke, wir Gibt starten auch natürlich mal. auch noch Rex Blizzard ziemlich solide, also sollte eigentlich nicht so das große Problem sein. Na gut, die Eis-Arena ist jetzt auch nicht die beste, denke ich. Nee, ist es auch nicht die schwierigste. Also. Gibt es eindeutig bessere Arenen. Rex Blizzard hat ein ganz, ganz komisches. Ist wirklich ein ganz, ganz komisches Set mit keinem Init-Investment. Okay. Ja gut, das Ding ist ja ohnehin schon so extrem langsam. Ja, ich glaube, komplett spezial offensiv und komplett spezial physisch offensiv. Also alles offensiv, alles rein. Okay. Alle EVs. Und ich glaube, mit einem Minus Verteidigungswesen oder eben Minus Init-Wesen, eins von beidem. Ja, ich denke, wir starten aber mal. Ja klar, nicht zu lange warten. Nicht zu lange Ich meine, warten. gut, Ja. sind noch vier Pokémon, geht relativ schnell, Ja. aber wir wollen ja noch ein bisschen was Du siehst ja schon die Rundenzahl. haben. Ja, ich bin etwas schockiert, muss ich sagen. Mit der schnellste Kampf, den ich bis jetzt hatte. Und ich dachte Ich so, rieche einen Sweep, zack, ein Erdbeben. Mammut-Sweep vielleicht? Ja, Mammut-Sweep incoming. Bam. Wow, okay, das war ordentlicher Damage auf jeden Fall, aber er wird dich jetzt wohl in dem Durchbruch. Durchbruch, bam. Der reicht aber nicht. Mist, der reicht doch. Verdammt, Verdammt, gespoilert. gespoilert, ja. Okay, also das war schon mal ein Easy Kill. Ich meine, er hat natürlich ganz schön Damage gefressen. Jetzt kommt 13. September, September sage ich schon. Ja, Ja, ist drei. ja bald, ne? Ja, 13. September, ist ist ja ja bald. bald, ja. Ja, natürlich Dezember und nimmt das Azumarill raus. Die Knutschkugel, auf jeden Fall ein stylischer Name an der Stelle. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt schickt er Edna rein, das ist bestimmt Heatran. Ja, Ja. mal abzusehen. Das ist sowas von Was nicht hast du für schön. ein Heatran? HP Boden? Ich hab. Ich denke mal, du bist gespext, oder? Ich bin gescarft. Ich hab mal. Ah, Ich hab gescarft, okay. Erdbeben auf dem Pokémon. Ich habe eigentlich nichts mehr gegen Heatran. Ich habe Erdbeben auf zwei Pokémon drauf. Ja. Wow. Und das war's. Easy. Easy. Okay, also, ja, Heatran ist ein relativer Threat für dein Team. Genau. Und leider habe ich hier auch keine Dings drauf, kein Du bist Wassermove. natürlich gesaved. Genau, ich bin gesashed. War ja klar. War ja abzusehen. Und ja, You Hausbruch! mad. You mad? Ja, easy. Ja, gut, geht weiter. Ich dachte gerade, die Aufnahme hängt bei mir. Sah irgendwie gerade Nee. so aus. Aber jetzt geht's weiter. Also, alles gut. Hätte ich jetzt mal einen Ja, das Wassermove ist natürlich das drauf? klassische Set. Nein, das nicht. Nö. Ich habe leider keinen Ja, gut, Wassermove man drauf. spielt dann normalerweise noch mal, was weiß ich, irgendwie sowas wie Server oder so. Hat man ja meistens. Nee, diese Kaltklinge spielt man normalerweise drauf. Aber, also kann man drauf spielen, aber ich habe. Also, ich spiele auf meinem einen speziellen Step dann noch. Damit ich halt so ein bisschen was noch. Ja, das Step nicht, Schwachsinn, aber Coverage halt. Wenn man jetzt von manchen nicht gewartet hat. Ist an sich eigentlich ganz cool, das Set. Ja, und hier sehen wir auch. Ja, Leider. das war's dann auch schon. Das war's dann auch Reicht schon. nicht ganz. Und da kommt 13. Dezember und ja. Das Ding ist eigentlich gar nicht so scheiße in der speziellen Verteidigung, aber das tankt's auch nicht. Ja, Und und er es ist auch ist. gescarft, so wie das Ja, aussieht. er ist auch gescarft. Und Hatte ich ja. ganz am Anfang immer gespielt, Scarf Heatran, als ich noch Ja. ein Noob war. Heißt jetzt nicht, dass man jeden Kampf, dass der Gegner hier ein Noob war. Natürlich nicht, man kann es natürlich spielen, aber jetzt so auf der Ladder habe ich es nicht weiter gesehen mehr. Aber gut, es ist sowieso anderes Meta, deshalb. Genau, und vor allem Scarf Teacher hat eine ganz, also hat eine richtig gute Coverage. Ja, Deswegen das bietet sich das stimmt. an. Und hat auch einen richtig guten also einen richtig guten Angriff, also Kann sogar Spezialangriff. treffen, Puls, also. Kann Ja, sogar treffen, ich Puls. spoiler mal, er hat's nicht drauf. Oh, Mist. Aber zu den Oh. Sets, es ist ein Scarf T-Twin und wie ich auch mittlerweile herausgefunden habe, ein Walbat Azumarill. Aber Walbat, gut, Ja Walbat. gut, kann man gut spielen auf jeden Fall. Ja. Was Dann interessant keinen ist, Switch ins Core. was interessant ist, er hat Durchbruch drauf und kein Kraftkoloss. Finde ich interessant. Man sieht Ja, ja. vielleicht wegen dem Drop. Dass ich den Ja. Drop vielleicht nicht möchte, um dann Genau. vielleicht doch irgendwie schnittig durchzugehen. Das ist schon cool, das stimmt. Ja. Aber das war auf jeden Fall der erste Kampf. Na, souverän auf jeden Fall runtergespielt. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber er weiterhin so gut spielt. Ja, werden wir gleich sehen. Denn ja, wir sehen uns dann beim nächsten Kampf, Leute. Tschüss.
Versus Nephilim, Kampf Nummer 2 gegen die Elektro-Arena. So Leute, das ist jetzt Kampf Nummer 2. Er hat sein Team ein bisschen ausgetauscht, hatte den Chansey dabei und einen Latios. Hat zwei also neue dabei, die wir jetzt sehen. Chansey ist natürlich ja, eine Wall, die wallt alles, was es nicht effektiv trifft. Richtig eklig. Ja, richtig eklig. Und vor allem, was machst du gegen Chansey? Du kannst einen Abwehrtyp auf Zapfhahn machen, aber es ist immer noch ein Chansey und tankt das. Das ist halt das Traurige. Also ich sehe hier schon, dass Chansey wahrscheinlich ein Riesen-Threat für dein Team ist. Chansey ist ein Riesen-Threat für mein Team und ich habe tatsächlich einen Wahlbahn-Zapplerang. Werdet sehen, ob das funktioniert mit in dem Kampf. Ich bin gespannt, aber ich denke mal jetzt nicht unbedingt, also ich will es nicht spoilern, ich kenne das Ende ja sowieso nicht, aber ich denke mal, er hätte bloß Chansey mitnehmen müssen, hätte er mit einem Pokémon antreten müssen, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Vielleicht. Sag ich jetzt einfach mal. Schauen wir uns mal den Kampf an. Und er hat noch einen Latios dabei, was ich auch ziemlich gut finde. Ja, den Rest kennen wir schon, also mit Echos haben wir es noch nicht gesehen, aber er hat das erste Mal schon dabei gehabt. Gut, dann starten wir doch mal und ja. So, ich bin mal gespannt. Ah, der Kampf geht schon ein bisschen länger. Der geht schon ein bisschen länger, ne? Ja. Das riecht nach Chansey, das riecht nach Chansey. So, Latios. So, leadet ihr mit Latios? Ist natürlich jetzt auch ein Riesenproblem schon für dich, weil Manectric ist langsamer und du machst gleich erstmal einen Hard-Switch sozusagen. Ich dachte mir so, ha, was finde ich in ein Draco-Meteor rein? Schwer. Es kommt natürlich auch kein Miss, das ist auch ärgerlich. Miss wäre jetzt ganz cool gewesen, aber ja, so ein Draco tut weh und... Au. Der tat wirklich ziemlich weh. Und mein Mixed Rotom überlebt es noch, wie wir sehen. Ja, es könnte vielleicht sogar Wahlglas sein. Es ist Wahlglas, weil... Wahlschall wird nicht so viel Schaden machen. Damage her. Und wir sehen kein Live-Orb, deswegen. Ja, vielleicht, was weiß ich, Expertengurt oder so, keine Ahnung. Ich spiele einen Expertengurt. Weiß ja nie. Also ich finde Expertengurt ist ein... Ich weiß nicht, warum man Expertengurt... Also sehr, sehr viele spielen ja Expertengurt. Aber ich bin da ja kein Fan Shaman von... sowas. Ja, auf Shaman. Okay, auf Shaman. Ich auch nicht wirklich. Aber ich bin halt echt kein Fan von Expertengurt, aber... Ich choise dann doch lieber. Ich, also persönlich. Genau. Oder mach Live... Also Live-Orb ist immer besser als Expertengurt. Ja, aber gut. Sowieso. So der Damage. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Er wechselt jetzt erstmal raus gegen Heatran und Heatran, ja, kann Zapdos an sich eigentlich auch wollen. Aber du hast hier den Rückenwind im Set. Das ist auch interessant. Rückenwind Zapdos, eigentlich ziemlich cool. Ich hätte eigentlich in meinem Teambuilding der Heatwave Stadtführer also draufpacken sollen. Denn ich habe nichts gegen, also das ist mein einziges Pokémon, was irgendwie ein Stalobo wallen könnte. Ja, könnte. Aber ich habe überhaupt nichts, was das trifft, denn ich habe noch Toxin drauf und ja, schade. Ja gut. So, Manectric mit unglaublich viel Speed kommt rein. Aber er geht jetzt auch raus. Also und da kommt... Nicht ausgereicht. Ist ja auch nur Scarf. Ja. Und da ich kommt... Mag Eier. Ich mag Eier. Ich nicht. Ich auch nicht. Gott sei Dank. Und ja, Manectric. Yeah. Outspeed alles, ja. Und Gott sei Dank habe ich das predicted, glaube ich. Ich glaube, ich habe es predicted. Ja. Mit dem Wall-Switch jetzt. Nicht. Nicht, ich hab's nicht predicted. Und hier sehen wir auch den Schaden. Oh, Crit Matter natürlich. Ja. Das war schon krasser Damage. Jetzt gehst du, denke ich, in den Zapplerang, oder? Wahrscheinlich. Das Traurige ist ja, das Ding, ich hab die ganzen Sets sehr nach dem danach bekommen. Und dieses Ding hat wirklich kein spezial defensives Investment. Null. Das ist das Traurige. Ja. Na gut, es ist halt Chansey. Das hat so viele KP, das braucht einfach kein Investment. Man steckt das sowieso immer in die physische Verteidigung und selbst dann wird es schwer, das Ding zu tun, K.O.N. Das ist halt, ja, problematisch. So, da kommt auch der Ablai-Tip und leider geht er raus. Ja, das macht natürlich trotzdem soliden Damage. Also da kann man schon Wahlband oder sowas riechen an der Stelle. Ja. Dass es sowas sein könnte. Ich meine, es war resisted und kein Step und das hat trotzdem richtig ordentlichen Damage gemacht. Ist hier raus und jetzt kann er natürlich wieder freien Draco droppen. Und es geht daneben. Kommt rein und trifft nicht. Aber das meldet ja nicht, weil. Ja, er ist sowieso schneller. Gut, es war halt bloß eine Runde, die jetzt draufgegangen ist, aber ansonsten passt das eigentlich nicht. Genau. Ja, das ist halt die Sache. Er kann wirklich reinkommen, kann Draco droppen und geht wieder raus. Das Einzige, was es jetzt noch outspeedet, was für dich jetzt gut ist, dass du schon dein Make-up bist mit Manectric. Aber mehr auch nicht. Na gut, der ist jetzt minus 2. Du wirst, denke ich, die HP-Eis im Set haben, oder? Ja, habe ich, tatsächlich. Und, ja. Dass er rausgeht, war klar. Ich denke mal, du gehst auf den Voltwechsel, oder? Ja, ich glaube, diesmal bin ich tatsächlich auf den Voltwechsel gegangen. Wenn nicht, dann... Ansonsten wäre das schlecht. Ja, aber ich mach den Ultra-Play. Ja, und
Ja, nicht mal auf 50%. Wie viel hat das jetzt? Ein Donnerblitz-Crit, einen Voltwechsel und noch einen Voltwechsel gab's, glaube ich. Wow. Ja, genau. So. Und da ist er wieder voll KP. Immer noch über 50. Und das war's dann wieder. Also 3 Angriffe einfach mal so weg. Ja. Super. So, mal sehen, wie viel der Ablichtheat macht. Ah, jetzt bin ich gespannt. Aber immerhin ist es ein Two-Hit. Okay, das ist echt heftig. Also, jetzt gar nicht mehr so erwartet. Gibt sie auch aus? Er hat natürlich nur einen guten Switch mit Latios. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist es alles scheißegal. Weil er kann jetzt den Latios wechseln, danach kann er einen Draco droppen und dann ist es eh GG, weil irgendwas wird von mir sterben. Ja. Und wenn der Krieg brauchst du halt auch noch für seinen Latios. Genau, ich brauche halt beides. Brauchst du halt für seinen. Genau. Ja. Und das ist jetzt scheißegal, was jetzt. Ist jetzt scheißegal, was jetzt stirbt. Und es ist eh GG. Tschüss, Sapler. Die Frage, wie eklig spielt er jetzt das Runde? Will er das 2-0 mitnehmen oder will er jetzt das 1-0 mitnehmen und lässt jetzt seinen Latios sterben? Das interessiert mich jetzt noch. Aber ich denke mal, also ich würde es 2-0 mitnehmen, muss ich ehrlich sagen. Also nee, nee. Steht sie noch 4-0? Noch nichts gekillt? Ich glaube nicht. Achso, die anderen haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Doch, wir haben einmal Heatwing gesehen. Wir haben einmal Heatwing gesehen, glaube ich. Ja, haben wir auch nicht, glaube ich. Nee. So. Ich mag Eier. Es ist schon 20 Uhr, es ist schon spät. Und ich dachte mir so, Hitzekoller, weil ich es kann. und Crit. Oh, schon wieder. Aber gut, es reicht halt trotzdem nicht, ne? Nee. Also, jetzt kann er easy gegenhalten. Ja, jetzt machst du irgendwie sowieso nichts mehr. Außer du crittest ihn zu Tode und kriegst dann die Paare irgendwie mit Donnerblitz und hackst ihn dann, aber mehr auch nicht. Mach einfach nochmal Hitzekoller, weil ich es kann. Ich meine, das ist, war mir egal, das ist ein Chancing. Heiß auf Spezialangriff. Ja, braucht keiner. Ich meine, du hast es immerhin auf 50% runter. Das ist schon mal eine coole Sache. Genau, weiß aber, ich. Und, ja. jetzt kommt mein Funkensprung. Und der killt das Ding gleich. Okay, da killt es. Also, das wäre echt so nice. Und hier kriegst du natürlich den Mist, das ist sehr ärgerlich an der Stelle. Ja, ja. Du hättest ihn natürlich jetzt besiegen können. Genau. Hätte 2 Schaden gemacht. Ja. Wie wir jetzt sehen werden. Guckt euch diesen Schaden an, Leute. Bam! Hitzekoller-Damage. Wow, war da überhaupt was jetzt passiert? Ja, ich glaube 2 Striche nach links. Auf minus 6, glaube ich. Ja, minus 6. Oh, tschüss, okay, Bedeck-Trick. GG. Ja, das, was am Anfang gesagt wurde, dass Chansey ja der größte Threat ist, wurde, denke ich, bestätigt. Es hat einfach 3 Pokémon von 4 gewollt und ja, war abzusehen, sage ich mal. Naja, ist... Ja, 4-0 verloren, schade. Aber wenn wir ehrlich sind, er hat halt gut gespielt. Das ist halt... Er hat halt den Ablet auch gut predicted, ne? Ja, und er hat Kenzie. Kenzie, ja. Ja. Wow. Und damit hat er auch sein erstes Continue, Leute. Und ja. Ja, hat sich auf jeden Fall verdient an der Stelle. Also hat solide gespielt. Ich bin mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Und er weiterhin so souverän bleibt. Also bisher sieht es wirklich gut aus. Ja. Und wir sehen uns dann auch beim nächsten Kampf, Leute. Tschüss.